Willkommen zurück hier zum richtigen Video mit Gott auf der Couch, heute mit Patrick Kunkel. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Seit wann sind Sie politisch engagiert? Seit 1979, 1980, ja, ungefähr. Warum die CDU? Weil das für mich mittlerweile wirklich die einzige Volkspartei ist und für mich gehört zur Demokratie starke Volksparteien. Ich war immer ein fortschrittlicher Konservativer und da ist die CDU die richtige Partei. In der Mitte sein. Warum braucht es für eine Demokratie Volksparteien? Naja, weil sie ja das Volk abbilden muss. Und ich finde das. Die anderen Parteien nicht? Doch, aber ich finde, es ist schon ganz spannend, wenn eine Partei versucht, viele Strömungen auch zu vereinen. Mhm. Also dass die absolute Aufsplitterung, das hat die Weimarer Republik gezeigt, ist auch gefährlich. Also ich finde schon, man muss kompromissfähig sein. Ich ärgere mich so oft über die CDU, dass ich am liebsten jeden Tag eine eigene Partei gründen würde. Aber das ist völlig sinnlos, weil du brauchst Mehrheiten, ja, du musst was erreichen. Und sich im Kompromiss zu finden, das ist die Leistung der Demokratie oder der Demokraten. Was muss passieren, damit man Bürgermeister wird? Man muss gefragt werden, ob man sich das vorstellen kann. Man muss es sich dann in dem Moment auch vorstellen und am Ende muss man gewählt werden. Es ist nicht planbar. Mhm. Also für mich war es nicht planbar. Ich habe das auch nie geplant. Aber gewollt? Dann wollte ich es unbedingt. Also als die Idee aufkam und ich habe mir überlegt, das zu machen, was ich immer gern schon mache, nämlich politisch gestalten, ist der Bürgermeister schon ein schönes Amt. Und vor allem in so einer schönen Stadt wie Eltville. Ja. Gab es da bestimmte Auslöser, die einen da hingeführt haben? Eigentlich politisches Interesse und das Interesse, etwas zu gestalten, also auch die Gesellschaft zu gestalten, Ideen zu verwirklichen und auch die Chance zu haben, das mit zu beeinflussen. Der Bürgermeister ist ja nur ein kleines Rad, aber eben in so einer Kommune oft ganz entscheidend. Und das hat mir, die Aussicht darauf, die hat mir Kraft gegeben, das auch zu wollen und dann auch so Wahlkampf zu bestehen. Das war ja auch nicht ganz einfach damals, aber es hat dann gereicht, ja. Das heißt, es gab nicht irgendwie einen Auslöser, wo Sie gesagt haben, jetzt erst recht, jetzt werde ich Bürgermeister? Nein. Die Frage kam, ich war damals CDU-Vorsitzender hier in Eltville schon in jungen Jahren. Und dann war die Frage, der Altbürgermeister hat gesagt, er tritt nicht mehr an. Und dann wurde gefragt, was machen wir? Und dann, das könnte doch der Patrick Kunkel vielleicht machen, junger Mann damals noch. Und da sagte ich, wenn ihr mir das zutraut am Ende, warum nicht? Ja. Sie sind seit 14 Jahren im Amt, haben Sie sich das so vorgestellt? Teilweise ja. Mhm. Teilweise wird man auch überrascht von dem, was auf einen zukommt. Das ist nicht planbar. Ja. Was waren so die größten Überraschungen? Wahrscheinlich doch die Vielfalt der Aufgaben und auch die Entwicklung der letzten Jahre. Also auf die Kommunen sind gerade in den letzten 10, 15 Jahren so viele Aufgaben zugekommen, das hätte man sich vor 15 Jahren vielleicht nicht vorstellen können. Also die Arbeit die Aufgaben der Kommunen sind heute sehr viel komplexer, als es so früher war. Zumindest ist das mein Eindruck. Na, die ganze Daseinsvorsorge, also beispielsweise das ganze soziale Thema. Als ich Bürgermeister wurde, gab es Kindergärten ohne U3-Betreuung. Ja, und heute haben wir Kindertagesstätten. Ich habe allein 4 Kindergärten, glaube ich, gebaut und renoviert und ein Tagespflegeprogramm aufgebaut. Mhm. Das sind Themen, an die hatte man früher noch überhaupt nicht gedacht. Ja. Das ist so vielleicht das, was man am ehesten sehen kann in so einer Stadt. Ja. Was muss sich trotz dieser beachtlichen Amtszeit noch ändern oder dringend ändern? Vieles. Wir müssen im Grunde genommen die jetzige Zeit nutzen, um eine Stadtgesellschaft, und ich kann immer nur von der eigenen Gesellschaft in der Stadt reden, zukunftsfest zu machen. Also ich glaube nicht, dass die Welt uns noch lange Zeit gibt, uns zu ändern oder auf den Kurs zu bringen. Stichwort ist eben der Klimawandel, Stichwort ist die Agenda 2030. Wir sind jetzt die Nachhaltigkeitsstadt Deutschlands. Das ist ja nun mal jetzt ein Etikett, eine Urkunde, aber das ist auch eine Verpflichtung. Und ich glaube, wir müssen sehr viel schneller auch Entscheidungen treffen, sehr viel konsequenter auch vorgehen. Gerade auf kommunaler Ebene. Ja. Wie groß ist da die Angst, vielleicht dann doch manche Dinge über Bord werfen zu müssen? Naja gut, Politik ist immer ein Kompromiss. Mhm. Aber am Ende sage ich mal, wenn du am Jahresende in den Spiegel guckst oder ich in den Spiegel gucke und sage, so 65, 35, ja, so, das, also 60, 40 wäre mir schon zu wenig, aber dass ich sage, und ich muss auf Kompromisse eingehen, weil wichtig ist auch in so einer Kommune, in der die Leute auch Vertrauen haben müssen in das, was gemacht wird, auch in die Entscheidungsträger. Es ist wichtig, dass man meistens Entscheidungen trifft mit möglichst großer Zustimmung, auch in dem Parlament. Also wichtig ist, dass man auch innerhalb der Fraktionen, innerhalb der agierenden Personen möglichst alle zusammenbringt. Das ist die Aufgabe eines Bürgermeisters am Ende auch.
um breit Prozesse voranzutreiben, dass die Menschen das verstehen, was gemacht wird. Das ist ganz entscheidend, ja. Sie haben in der Schnellfragerunde gesagt, dass Sie gläubig sind. Beeinflusst das Sie in Ihrem Tun? Ich denke ja. Also ich bin ein Mensch, der über seinen Glauben nicht so oft spricht. Ich bin ab und zu mal auch eingeladen worden und habe dann über das Emmaus-Evangelium gesprochen. Und danach war ich immer ganz stolz auf das, was ich gesagt habe, weil mir das schon ein Anliegen ist. Aber ich bin jetzt nicht missionarisch unterwegs, aber ich glaube, dass wir als Christen ruhig auch ein bisschen missionarischer sein dürfen. Ich sag mal so, ich bete jeden Tag. Ich bitte auch um bestimmte Dinge und ich glaube an die Kraft des Betens. Das ist für mich ganz entscheidend. Und ich glaube, dass der Glaube sehr viel hat, was man als Politiker, als Mensch in Verantwortung durchaus ernst nehmen will. Er predigt auch, ich sage mal ganz wichtig, Demut und Respekt. Das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Ja. Gibt es auch Werte, die im Glauben verankert sind, die im Amt des Bürgermeisters wichtig sind oder helfen, Bürgermeister zu sein? Naja, schon, was ich gesagt habe eben, der Respekt vor den Menschen, immer wieder sagen, du bist eben nur ein Mensch. Ja, so. Und du bist eben nicht der Allergrößte. Es gibt, und du kannst nicht alleine sein. Und jeder Mensch ist gleich viel wert. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Jede Meinung zählt. Und wenn du etwas nicht verstehst, liegt es vielleicht auch in einem selbst, ja, dass man erstmal nachreflektiert. Ich glaube, so ein bisschen demutsvoll an Aufgaben ranzugehen, ist hilfreich. Ich glaube, das ist das, was... Und das Christentum hat nun mal die Nächstenliebe. Mhm. Ist für mich auch ein ganz entscheidender Wert. Und ich versuche das. Das gelingt mir auch nicht immer. Ich mache jeden Tag, ich meine, der Mensch macht jeden Tag, sündigt jeden Tag so vor sich hin. Ja? Da gehöre ich sicher auch dazu. Da kann man jetzt lang drüber philosophieren, was da lässlich ist und was nicht. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich doch, dass ich mich auch irgendwie als Christ bewähre. Ja. Vielleicht ganz allgemein gefasst, welchen Wert hat Glaube für die Gesellschaft? Er könnte gern noch ein bisschen mehr Wert haben. Ja? Wobei das natürlich jetzt auch in der jetzigen Zeit ganz, ganz schwer ist. Also ich glaube schon, dass die Kirchen sich gerade in diesem Jahr bewähren müssen. Und ich glaube auch, dass die Kirchen sich ein bisschen mehr hätten bewähren können. Um das mal vorsichtig zu sagen. Also jetzt weiß man natürlich auch, wenn wir Christen weniger werden, dann können wir nicht mehr all das machen, was wir vor 20, 30 Jahren gemacht haben. Ob das alles gut und schlecht war, will ich gar nicht sagen. Ja. Aber allein, wenn wir als Zahl abnehmen, ist es klar, dass wir nicht mehr diese Ausstrahlungskraft haben. Von daher muss man schon auch sagen, wir müssen auch versuchen, dass wir als Christen Gehör bekommen. Und ich glaube da schon, dass das in die Politik reinwirkt, wobei natürlich der Glaube nie Politik ersetzen kann. Ja, das ist also, da bin ich schon bei Jesus, der gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja. Das hat schon auch seinen Hintergrund gehabt. Ja. Vielleicht ein bisschen weiter gedacht, wie muss Religion und Politik getrennt sein, beziehungsweise nicht getrennt sein? Na gut, sie ist in Deutschland klar getrennt. Mhm. Also die Kirchen haben mit der Politik erstmal nichts zu tun. 17 Kirchensteuer, ich bin auch kein Kritiker davon, ich zahle meine Kirchensteuer auch nicht gerne, aber ich zahle sie. Mhm. Ja. Aber ich glaube, dass man natürlich viele Berührungspunkte hat, allein im ganzen gesellschaftlichen Kontext, in ethischen Fragen. Mhm. Die Kirche gibt ja auch zu Gehör, was sie denkt. Aus meiner Sicht könnte das auch teilweise ein bisschen selbstbewusster passieren an vielen Stellen. Aber das ist oft leicht gesagt, weil auch Bischöfe und Kirchenvertreter in beiden großen Kirchen haben ja auch immer eine Verantwortung mit dem, was sie sagen. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt von den Medien. Eine Kirche muss auch vorsichtig sein. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die Kirche eine Rolle spielt, eine starke gesellschaftliche Rolle spielt. Weil die Werte, die sie vertritt, die sind per se ja gut. Es gibt viele Leute, die sagen, ich gehe nicht in die Kirche, aber das, was ihr da so glaubt, das ist ja alles richtig. Ja? Gott ist irgendwie da. Ja? Viele Leute spüren ja auch, dass da mehr sein muss. Also bin fest überzeugt, deshalb sind es nicht immer die guten Katholiken, was immer das auch ist. Aber ich glaube schon, dass der Glaube und die Politik klar getrennt sein müssen im Organisatorischen, aber dass der Mensch natürlich sich spirituell auch bewähren und aufladen muss. Ja? Also aufladen muss und sich auch bewähren muss. Und da ist der Glaube... Es gibt so viele Antworten auf Fragen, die die Menschen haben. Ich glaube, das hilft dann auch. Also mir zumindest hilft das tagtäglich. Ja. Eule oder Nachtigall? Eule. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kino oder Theater? Theater. Klassik oder Rock? Rock. Tim und Struppi oder Asterix und Obelix? Asterix und Obelix. Fahrrad oder Auto? Ach,
Leider Auto, aber gerne auch Fahrrad. Aktivität oder Entspannung? Aktivität. Konfrontation oder Ausweichen? Beides. Das war unser schnellstes Spiel und das war es dann auch schon. Wenn ich das richtig beobachte, gibt es ja immer mehr Obdachlose in Eltville oder zumindest ist es mir neulich aufgefallen. Wie sehen Sie vor, da etwas zu unternehmen oder welche Aufgabe hat da vielleicht die Kommune an sich? Ja, natürlich haben wir die Aufgabe, ich sage mal, das ist jetzt die klassische Daseinsvorsorge, uns um alle zu kümmern. Es sind nicht mehr Obdachlose, also ich sind 4, 5 ganz gezielt, die ich auch alle kenne, denen wir auch, wo es geht, helfen, die teilweise aber auch keine Hilfe wollen. Das ist ein ganz schwieriges Feld und natürlich sind wir da auch in enger Abstimmung mit Diakonie, mit Polizei und versuchen da zu helfen. Es ist schwierig. Eine richtige Lösung. Wir haben jetzt kein Haus für Obdachlose. Es gibt Unterkünfte, es gibt auch Hilfen, aber die müssen natürlich auch von Obdachlosen angenommen werden. Die sind oft auch nicht gerne obdachlos, aber die sind dann obdachlos und lehnen Hilfen auch ab. Es ist schwierig, es ist natürlich unbefriedigend. Es ist immer so, wenn ich sage, wir leben in der Stadt und allen geht's gut und dann läuft man über den Platz und sitzt einer, der sagt, naja, so ganz stimmt das ja nicht. Dann müsste der Mann ja nicht da obdachlos sitzen. Ja? Jetzt ist die Frage, warum ist er obdachlos? Wie kann man helfen? Also wir machen uns da schon Gedanken, auch wir mit der Lebenshilfe und anderen Organisationen, um zu helfen. Es ist schwierig. Ich bin froh, dass es wirklich eine verschwindende Zahl ist. Also wenn wir jetzt in der Großstadt lebten, wäre das nicht ein größeres Problem. Aber natürlich, die Schere zwischen Arm und Reich, gerade auch jetzt in diesem Jahr, geht sicher auseinander weiter. Also es gibt sicher mehr Leute, die sich von ihrem Normalleben verabschieden müssen, weil sie einfach kein Geld mehr haben oder einfach arm sind. Das ist leider so, ja. Das ist natürlich völlig unbefriedigend. Für einen Sozialpolitiker wie mich. Ja. Also als Bürgermeister, ich sage das immer so, als ich Bürgermeister wurde, war das Soziale nicht so wirklich mein Thema. Aber als Bürgermeister wird man automatisch Sozialpolitiker. Und für mich sind die sozialen Themen ganz entscheidend in dem, was ich tue. Umso mehr schmerzt das dann, wenn man merkt, da kommt man nicht weiter und es gibt keine Lösung. Und ich akzeptiere das auch nicht. Aber ich komme da natürlich auch, wie die Kollegen an vielen anderen Städten, an unsere Grenzen. Ja. Vielleicht noch eine weitere Frage zum Sozialpolitischen. Eltville ist ja eine sehr reiche Region oder zumindest wohlhabend. Wohlhabend, ja. Also wenn ich jetzt Eltville sehe, kann man definitiv nicht von arm sprechen. Nein. Aber trotzdem gibt es ja Probleme wie bezahlbarer Wohnraum. Wie geht man das als Bürgermeister an? Das ist ein Riesenthema. Wird immer gesagt, Eltville ist so teuer, das stimmt. Die Leute sind wohlhabend, haben viel Geld und man ist immer erstaunt, wo junge Leute auf einmal das Geld herbekommen, um Grundstücke ein Haus zu kaufen, aber es ist so. Und ich sage dann immer, alle, die sagen, Bürgermeister, du musst jetzt Sozialwohnungen bauen, sage ich, gut, ich habe noch keinen entdeckt, der mir sein Grundstück schenkt und sagt, bitte baue auf meinem Grundstück jetzt Mietwohnungen. Ja? Im Gegenteil, die wollen alle den maximalen Erlös haben, auch die vorher nach Sozialwohnungen schreien, das ist der Fakt. Wir haben leider die Fläche nicht mehr, das ist ja das große Thema, Siedlungsdruck im Rheingau. Viele wollen hier wohnen und wir haben einfach die Wohnung nicht, auch für die viel Geld haben, ja, definitiv nicht. Und wir haben jetzt gerade in Eltville ein Grundstück, auf dem wir versuchen, die Stadt schenkt das Grundstück der Baugenossenschaft. Ich bin selbst Aufsichtsvorsitzender der Geno in Eltville. Und wir versuchen dort günstig zu bauen und das wird immer noch so teuer, dass der Mietpreis nachher bei 10 bis 12, 13 Euro liegt. Das ist ja noch lange nicht sozial. Ja. Und da muss man überlegen, was läuft da schief? Baukosten, ja, Größe der Wohnungen und wie kann man wirklich helfen? Ist ein Riesenproblem, was so nicht lösbar ist. Aber die Patentlösung habe ich nicht. Es gibt jetzt erste Landesprogramme. Es geht nur so, dass man sagt, man ist bereit, dann auch das Delta zu zahlen, die in die Baugenossenschaft zu nehmen, dass Leute eben dann nur 6, 7 Euro Miete bezahlen, wie das bei der Baugenossenschaft meistens der Fall ist. Da haben wir 225 Wohnungen, das ist relativ viel, die natürlich auch sehr begehrt sind. Also es ist nicht so, dass wir in Eltville keinen sozialen Wohnungsbau haben oder keine bezahlbaren Wohnungen haben. Aber natürlich ist der Bedarf so nicht zu decken. Ja. Sie sagen, es gibt keine Patentlösung, sicherlich auch für mehr Probleme als nur bei diesem. Wie geht man damit als Bürgermeister um? Also was ist der erste Schritt, wenn man merkt, naja, also so richtig eine Lösung ist nicht in Sicht? Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Also ein guter Bürgermeister sucht immer nach Lösungen, aber natürlich
hat man in der Kleinstadt wie Elfele, kommt man über die Grenzen. Mhm. Ist halt, wir sind halt nun keine kreisfreie Stadt, wir gehören zum Landkreis, das heißt, wir sind, wir finanzieren auch den Landkreis, der viele Aufgaben auch übernimmt für eine Stadt wie Elfele. Und vieles geht doch nur im Zusammenspiel mit Landkreis oder mit Ministerien des Landes oder auch mit Bundesförderungen. Mhm. Da ist ein großes Netz, was wir angreifen oder anzapfen an vielen Stellen. Und oft gibt es auch Lösungen, da werden dann, wenn Probleme auftauchen, ja zeitlich versetzt Förderprogramme aufgesetzt, die einem helfen. Da muss man immer wach bleiben, immer sich informieren, immer gucken, vor allem immer gut abgucken. Abgucken ist durchaus erlaubt in der Politik. Gut abgucken, sage ich mal, ist besser als schlecht selbst gemacht. Ja, wir tauschen uns im Bürgermeisterreihen auch aus, wenn man mal 14 Jahre im Amt ist, so wie ich. Ich bin im Hauptausschuss des Städtetages und beim Hessischen Gemeindebund. Man kennt Kollegen, man tauscht sich aus, man kriegt Hilfe oder man hilft auch anderen. Das ist wichtig, dass man so im Netzwerk ist und immer guckt, wo bleibt man. Aber es ist an manchen Stellen, wird man der Erwartung der Menschen nicht gerecht, das ist klar. Aber manche Erwartungen sind natürlich auch so, dass man nie gerecht werden kann. Das kommt auch dazu. Also man kann ja auch nicht, man ist ja nicht everybody's darling und sagt, ich klappt schon alles. Ja, vieles klappt eben nicht. Oder die Meinung der Menschen, was klappen müsste, gehen ja auch auseinander. Ja. Das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Die Erwartungshaltung vieler Menschen ist natürlich auch völlig jenseits von Gut und Böse. Ja, das muss man auch so ehrlich sagen. Ja. Dann trinken wir doch sicherlich mal ein Weinchen am Abend, oder? Ein Riesling vielleicht. Nicht tagsüber, aber, aber gerne mal am Abend. Ja, das ist ja hier nur eine Region. Ich trinke selbst gerne Wein, ist sicher nicht jeden Tag und versuche das auch irgendwie in Maßen zu genießen, aber oftmals freue ich mich aufs Wochenende auf eine schöne Flasche Wein und zugegeben, das tut dann auch gut. Ja. Ich glaube, da geht es vielen reingehauen. Wenn ich nicht Politiker geworden wäre, wäre ich jetzt? Hoffentlich nicht Lehrer, wahrscheinlich Journalist. Ich bin besonders gut in? Menschen zusammenbringen. Andere Menschen sehen mich als? Meistens als Bürgermeister. Das Schönste an meiner aktuellen Aufgabe ist? Die Vielfältigkeit. Das Schlimmste an meiner aktuellen Aufgabe ist? Auch die Vielfältigkeit, weil ich vielen Menschen auch enttäuschen muss, weil ich definitiv dann irgendwann nicht helfen kann. Wenn ich noch einmal 16 Jahre alt wäre? Würde ich das versuchen, noch mehr zu genießen. Ich habe es sehr genossen, aber vielleicht geht noch ein bisschen mehr. Wenn ich etwas abschaffen könnte, wäre das? Oh, da reicht die Sendezeit nicht. Ist schwierig, ich bin nicht so der Abschaffer. Nein, vielleicht das Schulsystem in der jetzigen Form, ja. Wenn ich etwas erfinden könnte, wäre das? Dann wirklich ein Bildungssystem, und ich kann das sagen, weil ich als Bürgermeister nicht dafür zuständig bin, ein Bildungssystem, was den Menschen wirklich gerecht wird und was Kinder und Jugendliche kreativ aufwachsen lässt. Das wäre mir ein großer Wunsch. Jetzt habe ich am Wochenende etwas Erschreckendes hören müssen. Und zwar hat ein guter Freund davon erzählt, dass, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur ein Gerücht, vielleicht aber auch nicht, dass in Wiesbaden für aus dem Rheingau eingelieferte Menschen mit Alkoholvergiftung, dass da ein anderes Limit gilt. Also, dass wir trinkfester seien. Ist das nicht total fatal, wenn wir irgendwie so einen, naja, leichtsinnigen Umgang haben mit Alkohol? Wovon wir ja leben. Na klar, auf der einen Seite ist das ein kulturelles Gut, auf der anderen Seite ist es aber auch gefährlich. Also ja, also von dem Limit, das wäre mir jetzt vielleicht neu. Ist es auch nur ein Gerücht. Also schöne Geschichte, ja. Also ja, genau. Aber das zeigt ja schon, dass jetzt Trinkfestigkeit irgendwie noch als eine edle Gabe gilt. Ja, ist ja eine Krankheit. Also mein Alkoholismus ist eine Katastrophe. Und natürlich leben wir im Land der Drogen sozusagen. Ja. Aber der Wein ist natürlich ja erstmal Genussmittel und nicht gleich automatisch Rauschmittel. Gilt ja, es gibt da viele Dinge, die man zu viel machen und zu viel zu sich nehmen kann. Und natürlich erstmal die Mahnung mit dem behutsamen Umgang mit Wein und Alkohol generell. Dass natürlich die Verlockungen in so einer Region größer sind, spricht für die Winzer und ihren Wein. Ja, und dass wir natürlich große Probleme haben, das weiß ich. Und da machen wir uns auch seit vielen, vielen Jahren große Sorgen. Wir haben einen gut funktionierenden Präventionsrat. Das Thema Alkoholismus, Jugendalkoholismus, Drogenkonsum ist da immer Thema. Es gibt da viele Präventionsprogramme, die hoffentlich auch greifen. Wir haben natürlich Probleme mit Jugendlichen, die zügellos Alkohol genießen, gerade in Sommermonaten. Deshalb auch ja die Alkoholverbotszone am Rhein, wo ich ausgelacht wurde, die sich aber bewährt, ja, weil die Polizei sagt, wir können dann auch mal kontrollieren. Erschreckend ist, dass viele Eltern
sich um ihre Jugendlichen, wenn sie dann auch schwer alkoholisiert nach Hause gebracht werden, gar nicht kümmern. Sie sagen, der hätte noch bei der Polizei ausschlafen können. Also da bin ich immer fassungslos. Ja? Also auch dieses Desinteresse, was vielleicht ja vielen Jugendlichen auch eben diese Sucht dann treibt. Und ich glaube, dass ja gerade der Hang zur Sucht oder die Sucht auch in jungen Jahren leider der Grundstein gelegt wird für viele Menschen, die dann schon mit Mitte 20, Ende 20 dann von diesen Drogen nicht mehr loskommen. Ist ein Riesenproblem. Aber natürlich muss man sagen, wir sind eine Weinregion, keine Suchtregion. Wir leben davon, wir leben aber auch davon, dass der Mensch damit vernünftig umgeht. Also wir können da immer nur mahnen und wir können uns ja nicht den Vorwurf gefallen lassen, wir würden jetzt Sucht befördern. Ja. Das ist sicher falsch. Ich das auch gar nicht sagen. Aber nein, klar, aber das ist natürlich ein Problem und ich sehe nicht nur mich als Bürgermeister, sondern auch die Gesellschaft oder die Stellen, die das beeinflussen können. Vor allem aber auch die Eltern hier in der großen Verantwortung. Mhm. Und wir machen da viel. Wir haben auch versucht, da haben wir vor einigen Jahren auch mit Robert, mit Dr. Nankischer zusammen, anderen auch mal mit Verkaufsstellen zu reden. Das ist immer wieder der Versuch, mal Alkohol verkauft zu unterbinden an Jugendliche. Mhm. Da wird auch viel mehr mittlerweile drauf geachtet. Auch die Kontrollen werden größer. Aber wenn ein über 18-Jähriger einkaufen geht für seine Freunde, die hinter der Tür warten, wer will das kontrollieren? Also es ist im Grunde genommen, geht es nur über direkte Ansprache, über Jugendarbeit, die wir machen. Mhm. Wir müssen gucken, dass wir die Jugendlichen wirklich von der Straße holen oder Angebote machen, die sich vom Alkohol fernhalten. Wenn wir jetzt bei den Jugendlichen mal bleiben. Mhm. Ja. Ich habe gar nicht den Ehrgeiz, 60-jährige Alkoholiker noch zu sanieren. Aber auch da müsste man mahnen, den Finger heben und sagen, hört auf zu trinken, sonst habt ihr mit 70 Leberzirrhose oder auch früher. Leider gehört die Leberzirrhose immer noch zu einer überproportionalen Todesursache in unserer Region. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ja. Präventionsrat hört sich interessant an. Was sind diese Räte? Der Präventionsrat Oberrheingau, den gibt es seit über 20 Jahren, ist ein Zusammenschluss, ist noch unter meinem Vorgänger ins Leben gerufen worden, von unterschiedlichen sozialen Organisationen, den Schulen, auch den Kindertagesstätten, ein großes Netzwerk, was sich regelmäßig trifft, seit vielen, vielen Jahren. Und auch mit Polizei, mit Fürsorgeinstituten, mit Caritas, mit all denen, die irgendwie sozial unterwegs sind und die so Hilfsprogramme organisieren, die sich auch damit auseinandersetzen, mit den gesellschaftlichen Problemen, die wir haben. Und es gibt jedes Jahr ein Thema, also entweder Integration, Alkoholismus, Sucht, also so die Standardthemen, die man bespricht. Und dann machen wir mit von Theateraufführungen in Grundschulen bis hin zu konkreten Hilfsprogrammen für Jugendliche, wird versucht, eben präventiv zu arbeiten. Und wir sind da auch schon mehrfach für ausgezeichnet worden. Das sind die Städte oder Gemeinden Walluf-Kittrich, die Stadt Eltville. Die drei Bürgermeister sitzen diesem Rat immer vor. Und der hat dann ein großes Gremium, was sich, glaube alle 4 Wochen sogar trifft, meistens im Theaterraum der Realschule Eltville. Und dort kommen über 40 Leute zusammen und haben immer Themen, stellen Initiativen vor. Es ist also wirklich ein Netzwerk, was unglaublich gut sich eingearbeitet hat. Ja. Apropos Auszeichnungen, jetzt haben wir als Kommune ja den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Und Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, naja, also primär ist das jetzt erstmal ein Papier, was ja auch verpflichtet oder vor allem verpflichtet, Dinge für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit zu tun. Was passiert noch in Zukunft bei diesem Thema? Na gut, wir haben uns vor einigen Jahren darauf verständigt, oder die Stadtverordnetenversammlung hat einstimmig dem Agenda 2030-Weg zugestimmt. Wir sind also sozusagen offiziell global nachhaltige Kommune, waren damals unter den ersten 100 in Deutschland, sind jetzt die erste hessische Stadt, die überhaupt diesen deutschen Preis bekommt. Wir haben uns verpflichtet, diese 17 Nachhaltigkeitsziele zu leben, also die Stadtentwicklung unter das Siegel der Nachhaltigkeit zu setzen, in all den Bereichen. Da geht es weit über den Klimaschutz hinaus, auch vor allem im sozialen Bereich. Wir haben den Preis bekommen für das, was wir die letzten Jahre getan haben, ganz konkret. Und der Preis ist natürlich immer mit der Erwartung verbunden, dass eine Stadt auch weitermacht. Also wir sind natürlich jetzt auch angehalten, Beispiel zu sein. Ich werde jetzt eingeladen natürlich auf Podien. Jetzt sind es natürlich alles virtuelle Podien. Ich habe jetzt gesprochen beim World Law Day in Südafrika, also beim Weltgesetzestag, wie eine Stadt Gesetze schafft um den Klimawandel, also wo ich dann der Vertreter Deutschlands auf einmal bin und mich dann wiederfinde in ganz lustigen Runden. Also Eltville wird dadurch auch irgendwie ein bisschen bekannter und wir sind die Nachhaltigkeitsstadt.
Und ich glaube schon, dass wir die Stadtentwicklung generell, also all das, was wir für die Zukunft machen, vernünftig machen. Nichts anderes ist das ja. Etwas zu machen, nicht auf Pump, sondern mit dem, was man jetzt hat. Und nicht Ressourcen zu vergeuden und danach den nachfolgenden Generationen etwas aufzubürden, was sie nicht mehr lösen kann. Das ist ja das Thema. Wir haben ja viel zu viel gemacht, was uns am Ende auf die Füße fällt, mal ganz platt gesagt. Und jetzt räumen wir den Sauhaufen auf. Ja, so sieht es aus. Wir haben nur die eine Erde. Ja. Das heißt so Planet B, das ist einfach die Wahrheit. Und ich sag mal, was die junge Generation mit Friday for Future oder bei uns ja Your City for Future macht, das ist für mich schon eine Generation, auf die es jetzt ankommt. Die dürfen wir auch nicht verlieren. Wir dürfen den Kredit, den die Jugendlichen uns geben, nicht verspielen. Da bin ich also ganz, ganz kritisch, auch sehr selbstkritisch mit meiner Generation. Aber es geht eben nur um Austausch. Ja. Vieles ist natürlich auch, was auf transparenten Städte so schnell nicht umsetzbar. Da kommt dann der Politiker, der sagt, oh, machen wir mal einen Kompromiss. Ja. Am Ende muss aber auch das Ziel klar sein. Und mein Ziel ist klar, eine Stadt so zu entwickeln, dass wir in 20 Jahren sagen können, hier ist nichts auf Pump mehr geschehen, sondern hier ist es so gemacht, dass die Menschen mit gutem Gewissen auch hier eine Stadtgesellschaft entwickelt haben. Für mich ganz wichtig. Es ist schwierig an vielen Stellen. Ja. Meine Wichtig ist auch selbst immer dabei, wie man sich selbst immer wieder da auf den Kurs bringen muss. Ja. Weil man ist auch bequem. Ja. Also ich sag mal gerade jetzt, gut, wenn Corona, Verpackungsmüll ist jetzt ein Thema. Heizpilze, klar. Wir haben natürlich immer auch eine Wirtschaft, die nicht kaputt gehen kann. Weil wenn die Wirtschaft kaputt geht, dann nutzt auch die ganze Klimawandel nichts. Dann haben die nichts mehr zu essen. Also ganz platt gesagt. Das ist halt alles in Einklang zu bringen. Und das ist etwas, was mir schon zurzeit große Sorgen macht, dass wir diese Balance halten. Mhm. Das ist für mich die entscheidende Aufgabe der Politik in den nächsten Jahren. Und das so zu machen, dass die Generation, die jetzt Mut hat, die jetzt sagt, wir wollen uns politisch engagieren. Wir hatten seit Jahren, ich kann mich nicht erinnern, als ich Jugendlicher war, so 1980 rum, wo wir uns engagiert haben, da war die letzte politisierte Jugend. Aber das haben wir jetzt wieder. Und das muss man nutzen, ja. Für die Demokratie nutzen. Die Leute dürfen nicht enttäuscht werden, müssen in die Parteien gehen, die müssen sich engagieren und müssen eben demokratisch so ein Land entwickeln. Ja. Ganz entscheidend für mich. Ja. Das würde ich so zum Ende so stehen lassen. Vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja. Ich hoffe, es hat auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen haben, irgendwelche Gedanken gefasst haben, dann ab damit in die Kommentare. Wir würden uns auch sehr freuen über einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, um zu wissen, wie euch das Video gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, mit Gott auf der Couch. Vielen Dank. Danke, Gregory.